Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Episode 1.4. Wir werden jetzt losgehen und den ganzen Gerät auffüllen. Dazu fahren wir jetzt mal Richtung Hof. Und dann werden wir sehen, dass wir Ich sehe gerade, fehlt noch was. Machen wir gleich mit, ne? Ungünstig, wenn wir Gras bleiben würde, ne? Ja, wir werden jetzt sehen, dass wir auf Feld Nummer 3, 19 auch Dings bekommen. Das Unkraut, das macht nichts. Das 6. Frühjahr sowieso. Ob wir das jetzt Feld Nummer 19 noch fertig kriegen. Und mit Raps. Gleich schließen komplett. Wir müssen noch die BGH befüllen, sehe ich gerade. Das werden wir noch gleich machen, ne? Denn da ist alle, da ist ein Rest. Und hier ist auch nichts. Und jetzt schauen wir unser andere Silo, ob das schon die Gäres durch ist. Das Silo schon fertig ist, ne? Da können wir Förderbänder uns zulegen, ne? Und dann schon mal das mal fertig machen, dass da befüllt wird. Und der BGH. Die andere BGH, Wort glaube ich. Da haben wir jetzt zwei Silos voll. Und Stück für Stück. Hier müssen wir zum Hof. Das hier fährt Nummer 19. Die Aussaat beginnt. Und sonst wird's na eng, ne? Kommt der Winter und ich will bis zum Winter die Aussaat da fertig haben. Und die anderen Felder halt im Frühjahr mit Soja und mit Sonnenblumen oder ja, Mais halt, ne? Also 1 und 40 kommt der Mais. Und das können wir nicht aussehen im Winter, dass der verträgt keinen Frost. Den Jungen könnten wir auch mal reparieren. Die Sämaschine ist gut, das ist nur ein Problem. Der Rest, das geht. So, wie gesagt, hier die Düngeproduktion muss noch befüllt werden. Das ist auch. Ja, schaffen wir alles mal. Warum kaufen wir jetzt Dünger? Na gut, okay, in dem Fall ist es nicht anders. Weil da fahren wir jetzt nicht ran, deswegen. Oder? Kommen wir da ran? Habe ich so gut gebaut, dass wir ran können? Bestimmt nicht, ne? Das fahren wir uns garantiert fest. Festgefahren haben wir uns beinahe, aber gut, haben wir noch gerettet. Muss ich mal schauen. Eine Ausgabe ist ja rechts. Da haben wir Glück. Saatgut wollte ich mal herstellen. Also unseren ersten eigenen Dünger. So. Dünger haben wir doch jetzt schon. Ist schon weit gefahren, ne? Wieso geht nichts raus? Hallo. Also. Sehr empfindlich auf hier. Gut, okay, das ist okay. Aber es geht. So, Dünger haben wir eigenen. Ja, später sehen wir mal, ob wir noch Dings kriegen hier. Und Dünger verkauft bekommen. So, Saatgut. Hier noch heute Saatgut fertig kriegen, dass wir
Ja gut, mal aufmachen wir auch noch, ne? Und dann werden wir auch Feldnummer 19, hab's auch sehen. Hier einen Traktor wegnehmen für der gepflügt hat. Aber das machen wir erstmal nicht. Wir starten nicht erstmal, dass er losfahren kann. Und dann werden wir sehen, was unsere Fahrzeuge aus dem Hof kriegen. Ne? Dass das mal auch in Ordnung reinkriegen. So, beginnen wir hier in der Ecke. Bauen wir ein bisschen rückwärts ran gleich. So, Kursgenerierung. Sollen wir erstmal einen Kurs löschen, ne? So. 19. Fahrgewende 2. Weich. Nehmen wir auch 14 Meter. Dann ist Nacharbeiten nicht notwendig, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ist ja hier mal in Ecken ein bisschen, wo er schlampig arbeitet, ne? Beziehungsweise dass ich nicht die Kurve kriegt. Zurück und einstellen. So, Frau schaffen. So schön. Dann wir gleich einen Flug nehmen und hinterher fahren. Ne? Nee, wir fahren jetzt zurück zum Hof. So. Den müssen wir jetzt auch foltern. Und den werden wir gleich mal reparieren und waschen, ne? Oh, Lohnzahlung. Lohnzahlung, ich wollte was einstellen. Und zwar. Easy. Und da. Sollte ich eigentlich einen Lohn zahlen, ne? Und ja, es ist Lohn gezahlt. Ja, Betrag sinkt. Also ich möchte schon, dass der Kurzwegfahrer Lohn zahlt. Ne? Also so, so wäre es ohne Lohn wäre es nicht realistisch, ne? Also wer es mal sehen will, der Kursplay, Rechtsklick, Symbol Rad. Hier, das letzte Teil hier, hier Setting hier, wie heißt das Ding gleich? Wieder auf Räder gehen und hier steht drauf, Courseplay, Walk, keine Ahnung, aber wenn man hier raufklickt, kann man hier unten das sehen, wie es da steht, was das bedeuten soll. Und dann musst du nur auf aktiviert machen und schon ist Lohn gezahlt. Ne? Und hier ist das so stark und zurück, also hier ist wieder Englisch, da weiß ich auch nicht, aber ist halt so, ne? Jetzt werden Löhne gezahlt, wie es gehört. Ob man das jedes Mal einstellen muss, weiß ich nicht. Kann sein. Aber man kann es ja irgendwie aktivieren. Muss ich, ne? Ich persönlich bin der Meinung, das gehört dazu. Ne? Jeder soll seinen Lohn bekommen. Auch wenn es hier so symbolisch ist, aber man soll es ja nicht so als. Sonst wäre es ja cheaten. Ne? Jeder Helfer wird mit der Lohn bezahlt. Ne? Schön leer Tank schon gewesen. Ja, das ist schon ein kleines Sümpchen, ne? Werden wir gleich waschen und die Reparatur vornehmen. Ja, 4 Euro. Alles repariert. Waschen. Denkt man, den brauchen wir das ja nicht mehr.
Also hier im Hof ist nur Anzeige 30 FPS. Muss man dazu sagen, die Grafikkarte wird nicht mal zur Hälfte genutzt. Also von daher ist das für mich jetzt persönlich nicht verständlich, wieso das jetzt so ressourcenfressend ist, obwohl die Grafikkarte nicht ausgelegt ist. Muss ja an Programm liegen, ne? Ja gut, da wollen wir den nicht hinterfragen. So, der erste ist sauber. Gewicht, ja gut. Das wollen wir eh. So, da werden wir gleich hier rechts einparken, ne? Passt ja eh. Weit gefahren. So, jetzt das Stichwort. Der ist dabei und der auch. Oh, das ist was anderes, das Gerste, ne? Okay, haben wir Daraps und Daraps. Dann wird es auch reichen müssen. Na gut, Gerste haben wir dann, Weizen haben wir jetzt 1, 2, 3 Felder und Gerste haben wir ja noch ein Feld gehabt, okay. Und dann muss ich da, wo Gras ist, gut, dass eine Frucht ist, die im Winter aufwächst, ne? So, Schweine. Was haben wir an Schweine? Die Probleme. Tiere, so. Sauberkeit, Pumpe, Nahrung. Also wir könnten heute noch drauf verzichten. Aber wir werden es nicht tun. So, Schweinestall, haben wir Fettel gekriegt? Ja. 6, sehe ich gerade. Und nochmal. 9. Kühe, Kühe, Stroh. Stroh können sie abhaben und Futter. Gras haben sie genug. 1,2 Millionen Futtermenge. Also 0,7, 0,5, 0,6, 0,6, 0,6, 0,4, 0,7, 0,3, 0,2, 0,8, 0,4, 0,2, 0,1, 0,4. Also es wird bald soweit sein, dass die ersten Kälber kommen. 0,1, 0,1, 0,1, ja, ja. Dann können wir die theoretisch zum... Wenn es männliche Tiere sind, kommen sie hier rein. So, Kälber, Schweinestall, wir werden die immer füttern, ist egal. Halt, stopp. Füttern ja, kein Thema. Immer sehen, dass wir immer unsere... Hier kommen wir nicht raus. Das ist jetzt Sahne. Mit Wasser. Ich wollte mal gucken, was die Bierproduktion macht, ne? Ob wir schon was da haben, ne? Also der fährt sich besser. Vielleicht habe ich hier auch einen Starter kaufen müssen, ne? Ach, hier ist unser Malz. Achso. Achso. Kriegen wir unser Bier jetzt raus? Hier ist ja Leerpaletten. Jetzt können wir durchgehen. Ah, da vorne sicherlich. Ich hier war auch gewesen mit der Produktion irgendwie. Ah, gut, okay. Bierkästen. Wasser haben wir nur noch 3 Stück. Prozent. Mensch, das Kinder. So, Hopf sieht gut aus, Gerste, naja. Dann werden wir sehen, dass wir jetzt Wasser kriegen, ne? Und dann werden wir wahrscheinlich auch, hier schon Bierkästen, da. Fässer, wo sind die? Da war das, da war das.
vorne vielleicht. Habe ich übersehen? Habe ich übersehen? Ich habe es übersehen. Ah, gut. Da werden wir den Gabelstapler kaufen. Mal sehen, ob da funktioniert, ne? Aber genauso wie jetzt drüben, also Rohstoff und so, Bierfass, klar. Dann werden wir jetzt mal Wasser holen. Ja, wo ist unser LKW? Wo ist er? Aber dann werden wir jetzt hier vorne irgendwo einen Wasserträger hinbauen, ne? Das machen wir noch gleich, also das werden wir uns nicht antun. Denn wäre mega blöd, wenn wir jetzt hier immer die halbe Welt fahren, ne? Die Brauerei hat doch Wasser vor Ort. Das war mir egal. Und was ihm steht, wir haben jetzt Wasser vor Ort. Das heißt, wir fahren mit dem LKW jetzt da ran und werden jetzt eine Kette machen, ne? Also optimal wäre eine Kette, wenn wir jetzt also Schlauch verlegen, ne? Unseren Brunnen zum Wasserfass, ne? So, öffnen. Ja, so gut. Können wir den mal, kann den mal voll machen und dafür können wir einen anderen LKW nehmen am Hof. Also vorne. Oh, Schweine. Der ist Raps. Ach, die Rübenernte, oh je. Ja, Wasser. Okay, 2. Jetzt muss ein LKW. Da haben wir. Schnell die andere BGH mit Silage bedienen, ne? Ich bekomme so nichts. Und die Erde muss auch noch gemacht werden. Auf eins. Kommen wir heute nicht voran. Ich glaube, wir haben 3 Tage lassen. auf 6. Ich meine, wenn die BGH nicht läuft, also auch nicht so tragisch, ne? Aber die werden wir schnell mal beliefern. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und winke. Ciao, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Und ja, wenn ihr Lust habt, es geht dann gleich weiter. Oder morgen, ne? Je nachdem, ne? Folge, keine Ahnung. Tschüss.